Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Mira. Und wie ihr wisst, bin ich ja ein großer Karamell-Fan. Und da ist mir aufgefallen, dass wir ja noch nie Krokant zusammen gemacht haben. Da wird's ja wohl höchste Zeit. Deswegen machen wir das heute. Leckeres Krokant mit Mandeln. Dafür habe ich hier schon mal meinen Topf auf den Herd gestellt, bei mittlerer Hitze. Und da kommt jetzt Butter rein, goldener Sirup und Zucker. Goldener Sirup, das ist dieser ganz helle Sirup, den könnt ihr einfach im Supermarkt kaufen. Und in der Zeit, wo das Ganze dann schmilzt, können wir schon mal Mandeln hacken. Und Vanilleextrakt darf auch nicht fehlen. Jetzt rühre ich das Ganze schon mal gut um. Und dann ist es wichtig, dass ihr die Masse nicht aus den Augen lasst und immer gut darauf achtet, wie sich die Masse verfärbt. Denn wenn das Ganze so eine bernsteinfarbene Farbe bekommt, dann ist es fertig und dann können wir die Mandeln dazugeben. Ihr könnt auch immer wieder mal umrühren. Wir können jetzt schon mal die Mandeln hacken. So sieht das Karamell aus, wenn es bereit ist für die Mandeln. Die geben wir jetzt auch einfach schnell mal dazu. So, diesen Mandelstaub, den wir beim Packen unweigerlich natürlich auch bekommen, den wollen wir nicht da drin haben. Also versucht die groben Stückchen rauszufischen und dann gut umrühren. Und das Ganze auf ein Backblech mit Backpapier gießen. Und darauf verteilen. Wird relativ schnell schon ziemlich fest, wie ihr seht. Das heißt, ihr müsst wirklich schnell sein bei der ganzen Prozedur. Das Krokant ist fertig ausgekühlt und jetzt müssen wir es nur noch in mundgerechte Stücke schneiden oder brechen. Das könnt ihr machen, wie es euch am liebsten ist oder einfach beides. Ich probiere mal beides aus. Und schon haben wir fertiges, leckeres, buttriges Mandelkrokant. Das geht natürlich auch mit allen anderen Nüssen, ist ja klar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit und bis ganz bald. Mmh.